Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Echo auf Maiko Hazard TV. Ich bin's, der Eiswing, und begrüße euch wieder zusammen mit dem Heiko. Hallo. So, mal gucken, dass wir hier auch an die hinteren Lager rankommen. Mhm. Die hinteren sind ja ein bisschen schwerer zu erreichen. Die sind abgezählt, die Lager, ne? Also. Warum abgezählt? Naja, damit man weiß, welches Lager welches ist. Damit man immer noch nachvollziehen kann, in welches Lager man den Stein jetzt reinschieben möchte. Ja. Weil von der Straße aus, vom LKW, kommst du nicht an die hintersten Lager ran, weil die stehen da drei hintereinander. Ja. Da musst du immer das vorderste anklicken, um an das hintere ranzukommen. Hm. Deswegen, dann kannst du nicht über den LKW, über den Karren gehen, dann musst du wirklich über das Lager gehen. Und deswegen hast du hier reihenweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Weißt du? Passt, ja, das doch ganz gut. Und die anderen drei waren ja für Sandstein, die anderen drei, wo allerdings kein Sandstein drin ist. Ach, unser Schornstein-Crime wieder. Ja klar, er produziert auch wieder Beton. Ja. Mal wieder Luftverschmutzung produzieren. Und wieder 260 hinzugefügt. Ja, ich bringe ein bisschen mehr. Ich bringe ganze 600. Na, ein Stockpile sind 600, ne? 125 mal 20, ja. Ja, kommt hin. Ne, 500. Auf was denn? Die schon nicht gesehen. Nicht um die Kurve heizen, ey. Natürlich kann ich über die Kurve heizen. Du läufst da auf der Straße. Ich habe ein Fahrzeug. Für die Straße. 420. Ne, ja, hier kommt noch was. So. 500. Genau, glatte 500. Ein ganzes Stockpile halt. Mhm. Ich werde aber auch ein bisschen Stein wieder hier drüben im Lagerhaus einlagern. Das ist dann nämlich wieder für zum Werkzeug reparieren. Da ist nämlich keins mehr da. 10 Stunden und 10 Tage und 22 Stunden bis Impact. Naja, Freude. Das wird echt knapp, sag ich dir. Mhm. Muss ja auch wieder abtransportiert werden, einfach damit man dann auch wieder ordentlich im Tagebau arbeiten kann. Ja. Damit da wieder Platz ist. Juhu. So. So, ich schnapp mir mal Lager Numero 12. So, wo ist mein Dampflastwagen? Ja, 12 ist an meiner Reihe hier ganz hinten. Ja, vielleicht kriegst du da hinten nicht mal Beton auf der 6, auf der 7 zu bekommen. Bin mir nicht nur ein Level für. So, Abfahrt. So, dann können wir noch mal eine holen, glaube ich, und dann. Weiß ich nicht, reicht es eigentlich fast schon wieder, oder? Naja, Auftrag ist noch nicht voll. Dann holen wir halt noch zwei. Vorsicht! Weit rechts halten, wenn es geht. Mich vorlassen im Tunnel. Bin schneller. So. Also irgendwie so ein Anhänger wäre geil für den, für den da, ne? So. Können wieder Sachen einfach mit den Dampflastwagen reinschieben. Hä? Ich hätte Sachen einfach mit den Dampflastwagen reinschieben können. Oh, was hätten wir davon gehabt? Dass du die rüberschieben musst. Der Dampflastwagen ist nicht verknüpft mit. Wird nichts verknüpft, meines Wissens. So, drei Lager würden noch reinpassen. Etwas über drei Lager. Ja. Wie viel schleppst du immer an? 260, ne? Ja. Also, wenn ich noch dreimal fahre und du noch zweimal fährst, dann ist der Auftrag, glaube ich, voll. Ich glaube auch. Und ich glaube, das Schlimme ist, so viel hätten wir sogar locker noch da. Hm. Das ist das Beängstigende dabei. So viel haben wir wirklich sogar noch. Oha. Aber es lichtet sich hier. Na, dann. Fürs Erste. Siehst ja, 10, 11, 12 ist auch schon leer. Wie viele Stockpiles da stehen, einfach mal.
Und die Abfahrt. Ja, warum will er sich auf keinem Schiff bewegen? Warum bewegt ihn mein Vater nicht? Ja, dann schieb doch mal rüber, tu es nochmal neu platzieren. Manchmal tu mal vorm Einladen immer erst die Karre bewegen kurz. Das ist meistens besser. Der spackt dann manchmal da rum ein bisschen. Bugs über Bugs, weißt du doch. So, 1300 noch. Genau, wenn ich noch zweimal fahre, sind es noch 321. Du bringst jetzt 260, ja. Und den Rest, den du dann hast von der zweiten Fuhr, kann man ja im Lagerhaus einlagern. Ja. Zum Reparieren dann wieder. Genau. Mal gucken, ich bin lieber ein Haufenfahrer hier. Ah. Rechtsverkehr. Ja, ich weiß, aber für mich wäre es links einfacher gewesen in dem Fall, weil ich da die Kurve so enger nehmen muss und so hätte ich sie weiter ausholen können einfach. Mhm. Ich nehme immer nur volle Lager, ne? Weil ich aber das ganze volle Lager mitnehmen kann. So. Und wieder ein Lager leer. Es macht Spaß mit dem LKW. Sollen wir gleich ein komplettes Lager mit Stein mitnehmen? Ja, der Gashaufen ist auch schön, ey. Ha? Viel Glas. Achso, ja. Auf dem Dach. Übrigens, den Mais habe ich auch schon wieder angepflanzt im Offscreen, ne? Ja, genau. Du musst ja noch zweimal bringen und ich noch einmal. Ja. Und den Mais habe ich auch schon wieder angepflanzt gehabt. Ah, okay. Der Tunnel ist definitiv zu dünn. Er muss breiter. Naja, ist ja für ein Fahrzeug ausgelegt gewesen und nicht für zwei gleichzeitig. Und außerdem, er ist ja jetzt nicht ewig lang. Also ich denke nicht, dass wir jetzt da ein Problem mit haben. Mal schauen. So. 561, genau. Ich hole jetzt nochmal 500 und du nochmal eine komplette Ladung 260, dann bleiben 200 übrig und die kann man einlagern zum. Jetzt haben 199 über. Ja, Klugscheißer. Der ja. Ene, weißt du? Heraufgerundet. Achso. Ich hole dich sogar ein, bevor du wieder da bist. Ja, du musst noch einmal mehr fahren. Ne, das ist die letzte Fuhr. Letzte Tour. Ach stimmt, der war ja. Okay. Ja, zweimal gefahren. So, dann schnapp ich mir jetzt Lager 2. So. So, auch leer. Ashring? Ja. Kannst du euch den letzten Stack mit der Hand nehmen? Welchen letzten Stack? Hier vorne, in dem einen. Ich habe schon, hab schon einen Stack in der Hand. Achso. Aber ich schieb die jetzt eh da hinten wieder auf 1 und 2, beziehungsweise auf 3 und 2. So, 6 geht auf 2. So. Dann ist nämlich 3 und 2 voll. Und der Stack, der da übrig ist, den schiebe ich auf 1. So. Mhm. Naja, haben wir. Hier sind 9 leere Steinlager. 9. Naja, die ja. Haben insgesamt ein Volumen von, was war das denn? 4500, oder? Ja. Ja. An Stein. Da einlagern können. Die Rampen, die werden da ihr Leben lang da verrotten. Aus den Rampen können wir auch so eine Pyramide bauen. Ach nee. Ich habe mal das Abraumlager gepackt. Das sieht aber, es fehlen noch 61. Aber dann muss ich so, jetzt ist okay, ja. Gut, den Rest bringe ich ins Lagerhaus rüber. Ja. Ob ich ein freies Plätzchen finde.
Eigentlich fehlen noch ein paar Stockpiles, ich habe noch keine. Bräuchte noch 130 Bewährungsstahl. Ach, da ist ein leeres Lager. Zack, rein damit. So. Wenn man in der Aufschrift will jetzt noch. Boah. Stunde 17. Wo über, waren noch das? Über 300 Beton sind das. Ach, das leere Lager ist oben auf dem Dach. Okay. Über 300 Beton noch. Hui! So. Ich kann meine Werkzeuge wieder reparieren. Hui. Muss nur noch das Lager da oben verlinken. Ach, ist sogar verlinkt. Das ist ja praktisch. Das ist sogar verlinkt. Naja, ich habe hier so ein paar Werkzeuge, die gerne mal repariert werden würden wollen. Mhm. War übrigens toll, um reinzukommen wieder ins Industriegebiet, muss ich ja die Glaswand wegnehmen. Ja. Und mein Hammer war kaputt. Das heißt, ich musste das mit einem kaputten Hammer machen. Hätte außen rumlaufen können. Ja, dann kriegst du trotzdem einen LKW nicht ins Industriegebiet. Ja, aber hätte einen Hammer reparieren können. Ich hätte kein Material hier zum Reparieren. Oh. Ja. Gut. Ja. Egal. Spaß muss sein. So. Ja. Dachte mir auch, was ist denn das? Ich wusste aber sofort, dass du das warst. Wer hätte es sonst sein können, ne? Ja, stimmt schon. War ja kein anderer. Hui! So. So, Stein haben wir transportiert. Was machen wir jetzt? Lagerfeuer. Was, ein Lagerfeuer? Ja. Willst du jetzt die grillen oder was? Warum nicht? Die Frage ist, warum doch? gut. Ja. Ich kann weiter Bricks produzieren. Was aber auch keinen Sinn macht. Mechanik habe ich auf Level 6 erst. Muss auch erst noch auf 7 steigen. Genau wie Industrie ist erst auf 3 Industrie. Grundlegende Technik auch auf 6. Ich könnte natürlich einen Stahlauftrag wieder einen Auftrag geben. Ja, das habe auch in 2 Sekunden getan. Ja, aber wir brauchen ja eh Stahl, ne? Ja. 27 Stahl brauchen wir auf jeden Fall schon mal für die robotische Fertigungsstraße. Aktuell zumindest. So, Holzkohleauftrag ist noch drin, ein Eisenauftrag ist noch drin und ein Brandkalkauftrag ist noch drin. Da machen wir jetzt wieder mal einen Stahlauftrag. Ja. Muss ich in 50er Schritten machen, weil das sonst ineffizient ist. Ja, muss in 5er Schritten sein. In 50er, nicht in 5er. Ja, ja, ich meine, aber ich gucke gerade wegen Schritte. Wenn ich in 5 mache, nämlich 5er Schritte, genau, dann habe ich immer noch eine Kommastelle, deswegen es muss in 50er sein. Ja, entweder 50 oder 100 oder. Ja. Genau, bei 50 brauche ich genau 100 Holzkohle. 100. Das läuft über welchen Skill läuft das? Über den fortgeschrittenen Schmelzen. Der ist eh schon auf Maximum. Also kann ich da eigentlich auch einen riesen Auftrag reinstellen. Oder? Ja, eigentlich schon. Also naja, vielleicht nicht zu groß, weil sonst das ganze Eisen weggeruppt wird, aber wenn ich 300 mache, würden 432 Eisen rausgehen. 300 Brandkalk und ich bräuchte 600 Kohle. Oh. Also Holzkohle. Weil ich den Auftrag jetzt ja mit Holzkohle mache. Gut, dann habe ich das jetzt gestartet. Ein bisschen produzieren kann er, aber nicht viel. Ich bin wieder ein bisschen Brandkalk losgeworden. Hey, die eine Kiste ist jetzt fast leer. Abgesehen davon, dass die andere noch kribbelig voll ist mit Brandkalk, aber. Ja. Ich habe da wirklich eine komplett volle Kiste nur mit Brandkalk. Und 116 Eisenbarren habe ich jetzt noch hier unten. Oh, okay. So, ich checke mal schon mal vorab für die nächste Folge, weil die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Aber ich prüfe schon mal für die nächste Folge, wie es unten im Flackelager eigentlich aussieht. Weil ich gehe davon aus, dass ich so langsam wieder mal ein Flackelager kloppen müsste. Ja, das sieht so aus, ja. Ja, ich müsste mal wieder. Tachchen. Ah, ich habe dich gefunden in deinem Labyrinth hier unten. Ja, unterste Ebene ist auch schon alles voll. Da sind hier unten schon 12 oder 14 Lager, allein in der untersten Ebene. Boah. Ich korrigiere, es sind 16 Lager.
Obwohl ich nicht ganz sicher bin, weil ich glaube, hier drüben stehen nur 8. 1, 2. Ja, ich hatte es schon vorbereitet, weil ich hier drüben hinten noch 2 ransetzen will auf die Seite. Aber vor allem irgendwann kommst du echt mit dem Hin- und Herschieben nicht mehr klar, weil du musst das ständig alles hin- und herschieben. Weil du kommst ja von oben dann nicht mehr überall ran. Dann musst du das durch die ganzen Ebenen durchschieben. Ich hatte schon mal überlegt, unten wirklich richtig viel rauszuprügeln. Und dann einfach mal von oben so einige Lager nach unten zu verlagern, dass oben wieder mehr Platz ist. Weil dann mache ich ja eh immer, dass ich es erstmal nach unten schiebe dann. Ich habe einmal. Dann hier. Bitte? Was? Hier. Da macht sich gerade ein Büffel auf meinem auf meinem Eisenverarbeitungsdach gemütlich. Was machst du da unten? Wo bist du? Was hast du da unten gemacht? Nichts. Hast du Kohle geklaut? Nee. Ich hab keine Kohle. Wo ist ein Büffel? Er war auf dem Dach von dem Eisenverarbeitungshütte. Achso. So, gut. Aber die Folge ist, wie gesagt, ist schon, wie schon erwähnt, zu Ende. Deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.